jetzt zeigen wir uns den LKW. Das ist Mauerngut. Besser Mauerngut als Gefahrengut. So sieht's aus. Jetzt gucken wir uns das Cockpit an. Wirtschaftlichen Gründen. Und da haben sie dann in den 50er Jahren Professor Focke dazu gebracht, dass er aus USA wieder zurückkam. Aus Brasilien, das rede ich schon Blödsinn. Und der hat ja in Brasilien auch einen Hubschrauber konstruiert, den sogenannten Beja Flor. Und da hat er gesagt, ach, auf meine alten Tage, wenn ich wieder nach Bremen zurückkommen kann, ist ja meine Heimat. Würden wir gerne noch unterbringen wollen. Der ist uns schon seit Jahren versprochen, ein Prototyp von der Firma Eurocopter. Der steht auch schon staubenderweise, vollstaubenderweise in einer Halle. Das hätte ich jetzt nicht erkannt. Also die so hatten wir einen Holländer konstruiert für fast alle. So hatten wir früher die Zündverteiler. Nur das, so. Ne? Man erkennt das nicht, ne? Nee. So. Aber wenn man jetzt da unten guckt, sieht man, dass der aus einem Stück Aluminium gefräst ist. Und das ist nahezu perfekt und das muss man auch machen, wenn man da richtig benutzt wird. Man hat natürlich, ich habe hier jetzt einen Originalverteiler im Kofferraum fertig bestückt. Wenn der nämlich kaputt geht, dann ist Ende. Also, ihr könnt kein ADAC und irgendwas helfen. Dann baue ich meinen alten ein und fahre weiter.